Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer Runde Culling mit Kundran. Hallihallo. Ich riskiere mal jetzt Culling auch über Shadowplay aufzunehmen, dann kann ich vielleicht mit 144 Hertz spielen. Es sei denn, das Spiel ist gar nicht auf 144 Hertz ausgelegt und es liegt gar nicht am OBS. Und dass das Spiel einfach kacke ist. Ich habe keine Ahnung. Weil es sieht nämlich schon wieder nicht geil aus. So, hier in dem Haus im Wasser haben wir eine Rifle. Ja, bei mir ist auch eine Rifle. Also das Item of the Game ist die Sniper. Also. Ja, genau. Die hast du doch auch, ja, ne? Ja, ja, genau. Pepper Spray. Hab ich auch schon gefunden. Halte ich aber mal. War sehr nervig in dem einen Video, was wir letztens mal hatten. Ja, ich habe meinen schon verkauft. Aber ja, eigentlich sollte man viel häufiger mal spritzen und. Bei mir ist schon direkt einer. Ja, 500 Yards. Er hat mich auch noch nicht gesehen. Ich merke, ich habe im Football geguckt, ich sage Yards und nicht Meter. Du weißt ja gar nicht, ob das so ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Ich ja, doch, das Ahnung. Passt. Das passt aber. Bei welchem Spiel ist das immer noch so komisch? Da ist diese Anzeige, die die Distanz irgendwie darstellt, so mega strange. TTT, wenn du den Radar hast. Ja, ja, ja. Was ist es? Was soll mir die Zahl 800 sagen? 800 was? 800 Längeneinheiten. So, das ist ja, das macht ja wirklich so. Das passt ja auf nichts. Fuß? Ja, das ist richtig. Und Fuß vielleicht, aber auch das ist ziemlich viel. War jetzt bei dir ein oder nicht? Der hat mich nicht gesehen, ist irgendwo in den Wald gerannt. Da ist alles schon wieder leer. Oben ist noch Funk drauf. Container. Du hast schon verkauft, dann hol du das. Ja, 52, aber auch nur. Ich hab 15. Okay. Dann ist 52, jetzt 57 mehr. Ja, bevor wir gerade angefangen haben, ich habe Funkmikrofone jetzt endlich gekauft. Das ist schon lange geplant gewesen. Also sehr, sehr lang. Für Aufnahmen mit mehreren Leuten, dass jeder ein Mikrofon hat. Also wir haben auch ein Mischpult, wo 8 Mikros rein können. Und haben 4 Headset-Funkmikrofone. Sehr geil. Quali ist top. Und jetzt könnte man zum Beispiel locker von der Couch aufnehmen, ohne dass es ein Mikrofonproblem gibt. Was ziemlich nice ist. So ist in der Art, habe ich ja, als ich in Bremen noch gewohnt habe, irgendwie gesucht. Ich habe hier auch ein Mischpult mit 4 Mikrofonanschlüssen. Und ich hatte mir dann relativ einfache Mikrofone damals noch gekauft. Gut, ja, wir haben jetzt nicht die. Es gibt super teure, was das angeht. Ja, das ist ja klar. Boah. Und ich habe super lange gebraucht, bis ich was gefunden habe. Weil alle Leute, die sich damit auskennen und auch beim Film arbeiten und Co., haben mir gesagt, ich komme nicht um diese Sony-Mikrofone drumherum. Aber da kostet eins halt 1000 Euro. What the fuck? Das sind aber die besten. Also die sind richtig gut. Okay, und ja. Das hat mir auch jeder gesagt. Es gibt auch kaum günstigere Alternativen. Und ich habe aber doch noch was gefunden. Die Frequenzen sind schon ein bisschen älter. Das ist ja jetzt ein Problem, wenn jetzt irgendwie die Telekom oder irgendwer die Frequenzen aufkauft. Aber ja, das ist echt geil. Und die Quali ist echt gut. Der hat 100 gekostet übrigens. Ja, pff, das ist ja vollkommen in Ordnung. Hier kommt ein random Airdrop. Nee, doch, oder? Hat das Ding nicht eben orange geleuchtet? Da ist nochmal Funk links auf dem Berg, aber das siehst du ja schon. Bitte lass hier in dem Haus jetzt noch was drin sein. Eine T2-Waffe nur. Moment, hier wurde einer mit Alarm angeschossen. Cool, Richtung FPS. Meine ich. Wie viele Credits hast du? Ja, 122. Ich hab da nochmal irgendwas hochgeworfen für dich. Jetzt habe ich 127. Stimmt, sterben ein paar. Wie viel? 151. Ja, nee. Ich hätte jetzt noch Pfefferspray, aber ob du jetzt 150 oder 170 hättest, macht keinen. Somebody was just beaten to death. Was hast du als Airdrop drin? Sag mir wenigstens, dass sich der irgendwie lohnt. Okay. T4 Spiel.
Du müsstest ja gleich irgendwann nochmal. Also vor der 14er Marke gibt es ja auch nochmal Funk, oder nicht? Richtig. 18, glaube ich. Nichts bewegt sich da unten. Oh, welches Haus, ey? Wir haben einen scheiß Kack-Spawn. Grüne Kiste hier Ja. oben auf dem Berg, die wollte ich noch checken, ja. Ah ja. Unten am Sewers ist einer verkauft. Sieht aber Ja. alleine aus, oder? Gut, der Kumpel kann drin sein. Er ist jetzt reingegangen. Remote. War die? Ja, hin. Komm. Das wäre gut. Ja. Links ist ein Speer. Warte. Was? Ich habe einen Hammer gedroppt und gehe schon mal in die Mitte. Ich habe Okay. einen T2-Speer. Was? Der war in der Leiche drin. Ah, okay. Wir müssen dran denken, Water Treatment war eben der Da eine. läuft einer hin von rechts. Ja, das ist der. Das ist ein Team, okay. Ausdauer sparen, die haben uns ja auch gesehen. Crafted Spear, aber die könnten wir auch so schaffen. Da sind auch noch andere in der Mitte. Also wir haben hier eh ein Battle. Ich würde aber sagen, wir gucken mal, was wir machen können. Doch, Bogen. Noch nicht auf die Kiste, alles Nee, gut. nee. Hinter dir ist ein Gegner, aber der kassiert. Oh, Entschuldigung, Konrad. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab den Kill Das ist bekommen. nicht nur der, das ist nicht nur der. Ja, ich weiß. Nicht geblockt. Schön. Jetzt habe ich mich geblockt. Jetzt habe ich dich getroffen. Okay. Ich nehme den Rucksack schnell. Ich habe den Bogen bei ihm. Kannst du das Speer? Hast du schon irgendwas? Ich nehme einfach mal alles mit. Da ist noch ein Rucksack. Hau Da den ist ein rein. Medkit. Ich habe die Bandage genommen, das reicht mir. Nimm den Rucksack dann nochmal. Ich mach jetzt mal auf. Ja, das ist ja eh die Lootpenian, also wird Ja, keine ja. Niede sein. Lol, Ah, Magnum schön. und. Hast du die Magnum? Ja, ich hab einen T2. Ich hab den Säbel Da genommen. kommen welche. Lass mal abbauen. Was hast du für eine Erstmal. Waffe? Nahkampfwaffe. Machete. Okay. Wir können ja mal in die Sewers gehen, das ist eh safe gerade. Von links kommen auch welche. Ja. Kommt uns Weitergehen? nach. Ja. Es scheint nur einer zu sein. Sind Nee, doch zwei. zwei. Ich wurde einmal getroffen. Lass mal, geh, versuch hochzugehen. Versuch hochzugehen. Ich blind bin, Kunde. Ich bin unten. Du bist unten. Shit, nein. Komm jetzt hoch. Kommst du nochmal? Wieder so eine Kacke. Alter, schon wieder. Ich sehe nichts. Noch nicht. Du hast mich geschlagen. Da kommen noch welche. Ja, Von ich unten. Hau ab. Keine Ahnung, ob die uns folgen. Haben geguckt, wo wir hingegangen sind, sind aber nicht hinterher. Wir hauen ab. Also, oh, gut, du rennst dahin. Hier oben vielleicht heilen? Ich nehme das Medikit, ich brauch's sonst eh Ja, nicht. ja, Nur zur Sicherheit. Ich habe leider meine Armbrust verloren unten. Schau dir hier Holz. ja. Jo. Hier liegt auch noch. Brauchst sowieso nur noch eine Bandage, dann passt das. Ich würde meinen Airdrop jetzt trotzdem noch rufen für T4-Waffe und da ist Body Armor drin. Haben wir nur wo? Gute Frage. Ich habe weiterhin den Instant Airdrop drin können, also eigentlich jeden nehmen. Also dann ruhig.
würde ja gerne noch mal reingehen, um zu gucken, ob sie mir eine Sache liegen gelassen haben, weil der ist auch ein Verkaufsautomat. Chance ist nicht hoch. Hast du den Revolver noch, oder? Revolver habe ich noch. Okay. Der Revolver schießt langsamer, ne? Okay. Also du kannst nicht mehr zack, 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 zack machen, sondern Schuss, Schuss, Schuss. Der ist mega crap. Okay, das wusste ich gar nicht. Das haben sie nicht. Aber wenigstens hat der Revolver die ein bisschen abgeschreckt. Ja, ja, ja. Aber die Smoke Bomb war ja super annoying, ey. Du hattest... Lass mal, die anderen kommen immer noch, ne? Die anderen kommen immer noch. Mal hier kurz in dieses FPS-Haus gehen. Ist das Finale? Nein, noch nicht. Wir gehen trotzdem mal FPS. Legt C4 auf die Treppe. Sind niemanden kommen. Was haben wir hier drin? Ein SMG, okay. Ja, komplett raus und dann so Richtung Tankstelle, also um halt hier von der Seite ein bisschen wegzukommen, weil die waren ja hier. Können wir machen. Ich kann meinen Airdrop halt auch immer noch rufen. Ich hab halt hier T4 und Dynamit. Aber nicht instant. Wie viele Credits hast du noch? 137. Kostet wohl Waffe aufladen mittlerweile. Müsste, glaube ich, immer noch 100 sein. Wir können ja gleich, falls wir ein rotes Fass sehen, kann ich gucken. Wie sieht's bei dir mit Body Armor aus? Bleib mal kurz stehen, da sind die anderen. Rechts, T4, Trident. Kommst du zu mir? Ich will ja gerade noch nicht kämpfen. Also bei. Oh, das war ein rotes Fass. Moment, war das hinter uns? Könnte. Ich hoffe. Da sind die anderen. Also alle vier Gegner sind hier. Warte, 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 warte. So, und jetzt auf die andere Seite der Mitte. Gerade keiner. Also rechts auf die Insel. Okay. Sind auf jeden Fall zwei Airdrops. Ich weiß nicht, ob die zu nah sind. Hier ist ja ein rotes Fass. Ja, ich schieß mal mit dem Revolver. Da, das ist jetzt die schnellste Geschwindigkeit, okay, die du schießen kannst. Ja, lad ihn auch bitte mal nach, weil ich glaube, man muss ihn, ja, obwohl es kein Magazin mehr gibt, immer noch nachladen. Also, ja, es ist ein Revolver. Also, du tust die Kugeln nicht rein, aber die werden ja in Magazin geteilt. Du hattest keine Body Armor, dann mach ich hier nur mal eben Body Armor. Okay. Ja. Im Bogen? Ja. Ja. Hey. Und hier eins haben wir im Winter. Boah, den Säbel hier zu lassen ist auch schon. Den werfe ich lieber weg. Platz, ich hab noch Platz. Okay. Im Zweifelsfall. Lass mal schnell Sewers noch rein. Vielleicht liegt mein Bogen noch da. Jo. Da lag ja sehr viel Stuff. Das war ein sehr anstrengender Kampf gewesen, der. Weil wir waren ja so lange blind. Smoke Bomb. Pfefferspray kam noch dazu. Mein Pfefferspray hat sie irgendwie gar nicht interessiert. Ja, irgendwann war aber mal kurz Kampfpause. Also ich konnte eine ganze Zeit. Ja, gut, vielleicht haben sie auch einfach tatsächlich einfach in der Luft rumgeschlagen. Hier ist alles gelootet worden. Aber mein Schade. Bogen wurde hier runtergeschlagen. Da ist er noch. Ja, nice. Bandage oder nicht? Ich habe immer noch einen Platz, also irgendwas kann ich mitnehmen. Den lade ich nochmal voll. Weil mit dem Bogen kann man halt immer schießen, den Revolver eher, wenn es ja, zum Kampf kommt. Hier liegt noch ein Rucksack. Falls du noch ich nicht hab voll volle bist Rüstung. Oder so.
Wie geht in den Crossbow rein? Ich glaube 3,15. Ja, jetzt wurde bestimmt alles wieder genervt. Nee, ich meine nicht. Ich habe jetzt 3,9. 3,9 ist am Maximum. Okay. Ein Team ist schon in der Mitte. Also es gibt ein Team, ist komplett blau equipped, also blau im Sinne von blaue Haare und Co. Die erkennt man auch beide, da weiß man, wer zusammengehört. Ja, das finde ich übrigens, ist nicht so geil, strategisch, sich gleich anzuziehen. Ja. Dadurch erkennst du direkt, welches Team oder wer halt zu wem gehört. Die kommen hier hin, ich frage mich nur, warum. Lass mal, nee, schieß auf den Gascontainer, komm mal mit. Oder? Ja. Oder warst du das? Nö. Ich kann ja dem Gas immer noch entgegenlaufen, es gibt ja noch keins. Ich hätte ehrlich gesagt überlegt, ob ich drauf schieße, als du meintest, die kommen auf uns zu, aber nachdem wie es dann gemacht. Der Plan von denen war sowieso, glaube ich, da drauf zu schießen, aber das Gas ist dann noch gar nicht hier. Nein, wir haben immer noch mit Explosionen gespielt. Immer noch in der Mitte. Hier den Baum können wir uns mal nehmen. Laufen ganz links rüber. Machen sich neue Pfeile, glaube ich. Werden auf jeden Fall alle voll equipped sein. Ja. Waren ja auch mehr als genug Schusswaffen hier in der Umgebung, so gesehen. Erkältet? Ja, bin ich. Hat der denn? Der eine hat einen Trident, den erkenne ich auch. Der andere ist schwer zu erkennen. Wir werden richtig viel Munition haben. Gift kommt jetzt so langsam. Ich kann zum Stein gehen. Der eine geht in die Mitte mit dem Trident. Wo ist Team 2? Das ist halt. Alles, was jetzt passiert, ist Glücksspiel. Weil es kommt halt darauf an, welches Team gefokust wird. Ich sehe Team 2. Die sind rot equipped übrigens. Also, okay. Aber. Einer ist komplett rot und der andere ist. Ne, die sind beide rot. Auch gleich angezogen. Die sind rechts am Sewers-Eingang. Ah, ja. Ja, ich sehe es. Also, rot und blau mal gegeneinander kämpfen. Der hackt doch da voll, das hört ihr doch. Naja, die werden ihre Position in der Mitte nicht aufgeben. Sind ins Wasser gesprungen. Nee, jetzt ist Mitte Wasser. Nee, die schießen mit Bögen. Also Team Rot schießt auf Blau mit Bögen. Solange wir uns nicht bewegen, erkennen die uns vielleicht auch nicht so einfach. Habe ich den Pumpkin auf? Nein, ne? Ich habe die Maske, nee. Oder? Ja, du hast die Maske. Ich glaube, er zielt zu mir. Ja, ja. Die wissen auch, wo wir sind. Die Explosion war ziemlich geschickt, weil jetzt haben die Mittleren bestimmt hier hingeguckt. Könnte die rennen nochmal weg, die machen sich neue Pfeile nochmal. Ja. Links außen. Was hat denn der für eine Ballistik oder kommt der gar nicht so weit? So, Map wird gleich kleiner, ich glaube bei 5,30. Da hinten wird nochmal rumgehackt, was man unsere anderen Kollegen stehen da noch, okay. Beide sehen uns jetzt. Okay, bei 5,30 stimmt er nicht. Hast du noch eine Bandage gerade? Ja. Kannst du noch schnell eine neue machen, wenn ich hier was fang? Ich hab keinen Fang. Okay, weil dann mach ich selber eine. Ich habe noch keine Lust, gerade angeschossen zu werden. Obwohl, brauche ich gar nicht. Regeneriere HP. Na, jetzt brauche ich sie doch.
Beide schießen gerade auf uns. Das Problem ist, dass es von unserem Hügel keinen Eingang in die Mitte gibt. Ja. Weißt du, wir haben hier keinen. Links außen ist das andere Team hier. What the fuck? Ja, ja, genau. Auf die habe ich ja die ganze Zeit geschossen. Ich dachte, die wären in der Mitte. Wir gehen schon mal ans Ding dran. Nur dran gehen reicht. Weiß egal, ob man. Ja. Egal, was man macht. Wenn du nur leicht W drückst, immer geht's. Da komme ich nicht rechtzeitig hinten an. Wir können ja gleich laufen, wenn es dann zu nah ist, aber. Ja, ich. Du kannst auf jeden Fall schneller. Du kannst W. Aber wir müssen jetzt ein bisschen gehen. Jetzt, komm. Geht's. Claire, hier ist ganz aufpassen. Gut. Ich habe einen getroffen. Hier links ist übrigens irgendwie hier ist so eine Falle, wo man nicht durchlaufen darf. Pass auf, Kunan, ich bin hier unten links jetzt. Ja. Oben sind auch überall Fallen. Oh shit! Dann Kunan. Ich sitze in der Falle. Okay. Der hat mich rausgeschlagen. Ich bandagiere mich eben. Oh, fuck. Komm hier unters Eisen. Okay. Meine Body Armor ist leider fast komplett weg. Team Rot ist oben. Ich glaube, Team Blau kassiert mehr. Ich habe dreimal Team Rot getroffen. Ich habe auch nochmal Team Rot getroffen. Nochmal Team Rot. Dreimal Team Rot. Jetzt habe ich genug auf Team Rot geschossen, glaube ich. Ich habe nur noch einen Schuss. Flieg mich rüber gerade, weil der Sound echt laut ist. Oh, Headshot! Denk dran, dass Giftgas kommt. Ich bin unter dem Dingen gerade noch. Ja. Ich wurde geblockt von einem. Ich seh nix. Wieder die Smoke-Kacke. Oh, ich hab nichts gesehen. Ach, schade. Ich hatte auch noch einen Revolver gehabt, aber konnte ich nicht wissen, wer da überlebt. Die Smoke Bombs sind krass, muss man mal ein bisschen mitspielen vielleicht. Ja. Super nervig. Wie Kills hatte ich? 3. Haben wir trotzdem 7 Leute geholt. War ein lustiges Finale mit 3 Teams. Ist sehr taktisch vorgegangen. Es ging bis Standing Room Only mit 6 Leuten. Yep. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Schaut bei Conan vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao. Tschüss.